Hallo und herzlich willkommen zu Weed Shop 3. Ja, guck mal, der schöne Sonnenaufgang. Ich wollte den mal ein bisschen mit euch genießen hier. So schön am Strand. Ja, als erstes möchte ich mich für das Ende der letzten Folge entschuldigen. Ihr könnt euch noch an Folge 25 erinnern? Ja, ne? Da hatte ich ja so leichte Probleme, weil mir die Aufnahme in die Binsen gegangen ist. Ich bin relativ sicher, es liegt an der Platte. Also das ist jetzt wieder passiert ja, wenn auf der Platte noch, da waren noch so 116 Gig drauf frei. Und stimmt denn mit dem Ball nicht? Kann ich denn tauchen? Waren da gerade Fische? Naja, auf jeden Fall. Wow. Angeln. Auf jeden Fall ist da wieder das Gleiche passiert. Kann ich auftauchen, bitte? Komme nicht hoch. Am Ende von Folge 26. Genau, ja, genau da, wo ich vor diesem Laden weggerannt bin, den wir da in der Ferne leuchten sehen. Na? Trichia? Wie auch immer. Was rennst du? Das ist nicht dein Ernst, Junge, oder? Wer macht denn sowas? Außer meiner einer. Alter, wie dünne Beinchen habe ich denn? Guck mal, wie das aussieht, mein Schatten. Was ein Typ. Ja, ich hoffe, das passiert nicht wieder. Und ich finde das eigentlich ziemlich scheiße. Also. Warum ist die Platte kaputt? Dann nimmst du extra auf einer SSD auf, um irgendwelchen Problemen, dass vielleicht die Platte den Kram nicht schnell genug weggeschrieben kriegt oder sonst was, um dieser Sache halt entgegenzuwirken. Ja, und dann sowas. Ich hoffe, wir schaffen Level 21 in der Folge, aber ich denke, das sollte sich ausgehen, oder? Weil ich jetzt relativ früh die Aufnahme gestartet habe, wegen diesem schönen Sonnenaufgang. Wir sind noch ein Stückchen davon weg. Ich glaube aber, das sollte klappen. Ich habe übrigens hier drei Engel für Charlie. Habe ich das schon erzählt? War das schon? Naja, auf jeden Fall, ich habe die, guck mal, die ist jetzt sogar schon bei 7. Die kommen nicht rein. Also jetzt auch mit dem neuen Laden, die kommen nicht rein. Also mit dieser Tapete. Dieser herrlichen Tapete. Und diese tolle neue Frontverkleidung. Das Schlimmste ist ja, ich weiß ja, dass das nächste bessere Update empfindlich teurer ist. Und dass man vielleicht auch erstmal den Boden oder so machen müsste. Hier, die ist ja auch gepusht, ne? Siehst du? Und ich meine, klar, der könnte sie jetzt. Oh, hier liegt noch der Müll. Warte, so, besser. Ist ja, die guckt. Die ist schon angefixt. Das ist nicht so, dass die jetzt nicht Bock darauf hätte. Oh, warte mal, wir entsorgen mal eben die Schilder. Oh, guter Wurf. Und hier, das hier. Kannst du übrigens Henna-Tattoos machen, ne? Permanent. Was heißt das? Wie lange halten die dann? Wie lange hält ein permanentes Henna-Tattoo? Hält er tatsächlich für immer? Oder sind das eher so Wochen, Monate?
keine Ahnung. Ich gucke schon wieder nach Dubis, obwohl ich das eigentlich nicht mehr machen wollte. Ey, du, den konnte ich schon einmal reinlocken. Ihr seht da, Tourist. Und das ist wohl eher, weiß ich nicht, der ist wohl eher selten da oder so. Ich habe noch einen Hindikusch. Ja. Oder weißt du was? Komm im Shop. Danke. Nice. Also ganz ehrlich, der ist doch neu, oder? Den hatten wir doch sonst nicht. Der ist doch hier nicht rumgerannt. Ob der irgendwie jetzt mit durch Level kam oder so? Kommen da noch mehr bei? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen. Was wollte ich noch sagen? Ziemlich genau nach der letzten Aufnahme, als es dann weiterging, hatte ich wieder eine Serie Klauböcke. Das waren insgesamt vier und ich habe mir die aufgeschrieben. Sie. Dann habe ich die aber, guck mal, die ist jetzt bei vier. Dann habe ich die auf der Straße angesprochen. Da war sie ja bei null. Und dann hat sie den Joint natürlich genommen. Wollte dann aber nichts haben. Also weiterhin null. Ist dann weitergelaufen und in den Laden rein. War ich auch ein bisschen erstaunt. Alter hat geklaut. Da müssen wir noch ein Auge drauf werfen, weil ich weiß jetzt nicht, ob die schon reinkommt. Ob ich der was verkaufen konnte. So ein Typ mit einem blauen T-Shirt. Und der mit dem schwarzen 419er T-Shirt. Also die vier hatten geklaut. Bin ich jeweils hinterhergerannt, habe sie alle gekriegt und haben einen auf die Nase bekommen. Mit meinem geilen, tja, Mückenstick, würde ich sagen. Der hier, siehst du, der auch. Und der wird jetzt auch vorbeilaufen. Ja. Also der hatte geklaut. Jetzt habe ich nichts anderes. Das ist eigentlich zu gut, aber rein da. Wie, wo ist der Shop? Der Shop ist vor dir. Du Honk. Weißt du, klaut kannst du da drin. Arsch. Ach so, genau. Und was wir oder was ich gerne mit euch noch machen wollte, weil ich das nicht beendet habe. Ich habe nur tiny knapp wieder vorgemacht. Ist eine schnöde Mission. Mal gut, Tiny 90. 30 Stück. Also hier noch so Päckchen machen. Ich hoffe, wir haben genug da, dass wir die fertig machen können. Ach, da liegt auch noch eins. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gemachtet ist, was gilt, oder ob das noch nicht zählt. So. Das geht ja jetzt schnell. Die größte Arbeit ist ja erledigt. Warte mal, ich nehme die mal. Da passiert noch nichts. Jetzt. Alles klar. Ja. Ja, whatever. Whatever reicht. Die anderen habe ich verkauft. Okay, jetzt haben wir noch wieder fünf Stück. Ey, Qualität ist gar nicht so übel von den Dingern, die wir mittlerweile basteln. Wir können auch. Einen Satz habe ich noch. Und das ist komplett neu hier. Das Setup. Alles. Aber ja, bis auf die Schränke halt. Aber war alles im Arsch. Geht. Ja, wenn du die machst, geht das relativ zügig. Weil ich festgestellt habe, hier den, du kannst den einfach nicht wieder auffüllen.
Also du musst den leer machen und jetzt kannst du den wieder auffüllen. Anders geht's nicht. Neue Merch hatte ich eigentlich auch gerade erst bestellt. Wir haben ein bisschen viel, ist ja auch egal. Einfach hin damit und ist gut. Hier können wir noch die hinstellen. Und ihm habe ich jetzt auch ein paar Blunts in der Tasche gesteckt. Wobei, warte mal eben, das müssen wir ändern. Wobei, der hat noch so viel Dubis. Wahrscheinlich, weil ich dem ständig hier helfe. Ich weiß nicht, vielleicht verbraucht der auch weniger jetzt, keine Ahnung. Oh, war das die letzte Folge? Man weiß es nicht genau. Na, Großer, alles gut? Alles gut. Hau rein, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich hier alter. Ah, Kacke, ey. Wenn ich wenigstens irgendwie Dubis, weil die läuft auch vorbei, siehst du? Haben wir nicht mal eben. Dann bräuchte er keinen. Ist doch nicht wahr, ne? Wenn du sowas brauchst, dann kannst du davon ausgehen, findest du nicht. Ich hoffe, da ist ein ganz brauchbarer bei und die nimmt den. Dann bräuchte er jetzt kann nicht unbedingt einen Blunt geben. Alter ist ein. Hier, wie nennt sich das? Burnout. Hier, guck mal, ist ein guter. Ja. Nicht schön, Alter, nicht schön. Ich sag, hätte ich jetzt einen Blunt im Arsch geschoben oder was und dann wäre sie noch nicht mal im Shop gekommen oder so. Was ist das denn für ein Bau hier? Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Da waren wir ja auch noch mal drin. Da gibt es ja nichts mehr zu holen, ne? Außer Müll. Kriegt man das nicht auf hier? Schade, das wäre natürlich noch ganz, ganz nice, wenn man noch so ein bisschen mehr rumkommen würde hier. Das für eine Ecke. Aber man kann sich hier tatsächlich ja nicht allzu weit wegbewegen, ne? Oder wenn irgendwie, wenn es so andere Läden geben würde, die offen sind oder so. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich meine, wir sind ja, ich weiß gar nicht, ist das, ja, Early Access. Early Access und nach der Nummer und so würde ich jetzt erstmal als Alpha bezeichnen, aber ob das vielleicht doch schon eher die Beta-Phase ist, keine Ahnung. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich gehe mal davon aus, wenn die Folge kommt, dann sind wir hier vielleicht auch schon weiter. Ist eigentlich immer noch dieses Event dran? Nee, das Event scheint weg zu sein. Weißt du, was wir dann machen? Oh. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber wir spielen jetzt auf schwerer. Ab jetzt wird's schwer, Leute. Ab jetzt wird's schwer. Na, so schlimm kann es nicht sein. Ich hoffe zumindest nicht. Ich hoffe, dass wir kohletechnisch das Gleiche einnehmen. Weiß ich aber nicht. Wenn ich bedenke, dass das auch so schwer genug ist, die Kohle und so zusammenzukriegen, war das jetzt vielleicht eine dumme Idee. Vor allen Dingen, weil wahrscheinlich können uns jetzt hier Befall passieren und Pflanzen absterben und was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Das hatten wir irgendwie noch gar nicht, ne? Aber wie gesagt, ich wollte nicht in dieses Event rutschen
und habe deshalb auf Chill gespielt die ganze Zeit. Und was hier jetzt alles steht, das steht halt nur was zu Fehlern, die passieren können oder so, ne? Ja. Also wir sind immer noch weit von der finalen Version entfernt. Nach der Nummer eigentlich nicht, aber naja, wer weiß. Die arbeiten immer noch daran, die Fehler rauszukriegen. Ehrlich gesagt, ich meine, sowas habe ich natürlich nie programmiert hier, auch nicht annähernd so komplizierte Sachen. Aber ich habe programmiert und ich weiß, dass das eigentlich das Allerschlimmste ist, Fehler wegzukriegen, also quasi mehr oder weniger eine Qualitätskontrolle zu machen, ist boah, Hölle. Man kann gar nicht glauben, wo sich überall Fehler einschleichen können bei so einer Sache. Nicht immer einfach da das Richtige dann zu machen. Dann behebst du einen Fehler und baust einen neuen ein. Ist super geil. Und vor allen Dingen das erstmal zu bemerken. Oh, ist ja manchmal gar nicht so schnell rauszukriegen. Schon heftig. Wo sind wir denn? Wir sind nicht mehr so weit weg. Und sollte zeitlich auf jeden Fall ausgehen. Ich kann euch aber eins sagen. Mittlerweile ist es wirklich so, zwischen den Folgen muss ich schon. Was passiert mit dem Himmel? Gibt jetzt wieder Regen? Aber zwischen den Folgen muss ich schon ganz schön lange zocken jetzt. Damit ich wieder zum neuen Level komme oder sonst was. Damit es halt ein bisschen mehr vorangeht in den Folgen, ne? Damit man nicht ganz so auf der Stelle tritt. Ja, bis ihr mir dazu was sagen könnt, wir sind, was ist das, wenn ich nicht lüge, Folge 27 jetzt? Ja, kann das sein? Und nur mal so zur Info, heute ist online gegangen. Nerviges Ding Dong, Folge 6. Nee, gar nicht. Komplettes Setup testen, Folge 7 ist heute online gegangen. Also Folge 7. Und ich bin 20 Folgen im Voraus. Das erfahrt ihr natürlich erst viel, viel später, also in 20 Tagen quasi. Aber wenn dir dann halt die Zeit nimmst zum Zocken und Bock darauf hast, dann ist das so beim Let's Play und dann ist das immer sehr schwierig. Ich hatte also kaum die Möglichkeit, irgendwie großartig im Spiel auf irgendwelche Kommentare zu reagieren. Wobei die einzigen beiden Kommentare, die ich bisher bekommen habe, waren von Hydria. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesagt? Verdammt. Warte. Warte. Wo waren wir denn? Und zack. So viel Zeit Hallo muss und sein. herzlich willkommen Halt mal zu. die Klappe. Hydrin. Hydrin. Entschuldigung. Hydrin heißt sie. Vielen Dank dafür. Ja, eine meiner treuesten Zuschauerinnen. Und ja, die habe ich schon beantwortet. Da habe ich ihr natürlich schon zurückgeschrieben. Hör mal, du, ich habe gerade keine Dubis da. Hat ihm wohl zu lang gedauert. Ich möchte ihn ja mal trotzdem mal eben gnädig stimmen. Den Lump. Deshalb suchen wir mal eben schnell welche.
bevor ich dem wieder das gute Zeug im Hals stecke. Boah. Komm, hier einer, der reicht erstmal. Wo ist er? Du? Da? Ja, es hängt hier die Freebie. Arsch. Ich glaube, ich mache mal eben 2, 3 Joints für solche Fälle. Ja. Ach so, das sind jetzt... Ach, weißt du was? Das reicht auch. Das ist ja schon qualitativ relativ gut. Jetzt für den Scheiß. Das sind alles nur... Wow. Das ging schnell. Das sind alles nur Burnouts. Achte drauf. Zack, fertig. Deckel drauf, Deckel runter, fertig. Wie geil. Und sonst... also hier die... Die eine, die Violet, die müsste eigentlich mittlerweile schon wieder reinkommen. Mal gucken, ob wir noch einen... Da ist er wieder. Erstmal gucken, ob er von alleine reinkommt. Und da ist Alter. Erstmal einmal gucken, ob er von alleine reinkommt. Dann brauche ich ihn jetzt nicht. Ich muss das mal eben wieder kurz ändern hier, damit ich was sehe. Das ist besser, ja. Nee, kommt da nicht, siehst du? Arsch. Hier! Nee. Rein da. Tack ich, damit ich wieder dran gewöhnt. Da! Was ist mit Alter? Warum kommst du nicht? Und der mit dem blauen T-Shirt, ist der vielleicht hier? Die andere kommt ja mittlerweile. Da ist er doch. Wieder. Ah, ja, der war wieder nicht drin. Wie Trash. Ich geb dir gleich Trash. Pillemann. Echt? Klaut mich? Und dann bin ich der Arsch, weißt du? Da siehst du wieder, da siehst du. Hier, Violet. Kann man sich drauf verlassen, auf die Dame. Geht. Vielen Dank, vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Habt ihr schon wieder Merch gekauft? Ich füll auf. Ich füll auf. Apropos Merch gekauft und auffüllen. Oh. Pflanzen. Nimm ich. Oh, ist gleich soweit, ne? Wir kriegen jetzt gleich den Level ab. Aber da wollte ich auch noch ansprechen, das Thema. Wir haben mittlerweile schon wieder einen, den wir holen könnten. Und wenn man jetzt hier guckt, der hat 3, ne? Sie hat auch die 3. Und der hat noch das hier unten. Keine Ahnung. Kostet 220 am Tag, 165. Ja, und Michelle, weiß ich nicht, was Michelle jetzt kostet. Aber ich glaube auch ehrlich, das sind jetzt nicht so die... Das macht nicht so viel aus. Ich glaube, schlimmer ist, dass er die noch vollstopfen muss mit Joints oder so. Ja, ich sag mal, ich glaube, der hat, im Moment hat er die Kasse noch im Griff. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn noch mehr reinkommen, wenn Locals noch reinkommen und so. Oh, vielleicht braucht man dann noch eine zweite Kasse. Keine Ahnung. Was haben wir denn? Wir haben eine neue Klingel. Oh, ein Medium Rookie Pro Setup. Es gibt also ein neues Setup. Es gibt einen großen Safe. Zu dem neuen Setup gibt es dann auch wieder die, ja, die komplette Anlage. Das heißt aber, wir müssen uns ein neues Setup holen. Aber ich glaube, wir kriegen insgesamt 4 Setups hinten in den Raum. Und wir haben ja nur 2 stehen. Deshalb könnte man die vielleicht ein bisschen parallel machen. Der Laptop-PC, der ist auch neu. Ja,
glaube, den haben wir letzte Mal schon im Computer gesehen. Ja, cool. Cool. Ja, so Setups, ne? Und keine neue Sorte? Gibt keine neue Sorte? Das, ich habe gedacht, das wird eine neue Sorte geben. Weiß ich nicht warum, aber. Nee, die gibt es erst bei 23. Und wo sind wir jetzt? Waren wir nicht erst bei 21? Naja, das heißt auf jeden Fall. Nee, warte mal. Hier. Boah, was macht das wieder Kosten? Nee, hier war das gar nicht. Hier war das, ne? Ja, fast aber 100.000, kostet aber auch 10. Hallo? Wobei jetzt, wo ich auf schwerer gestellt habe, habe ich ein bisschen Angst um die Kohle. Medium Rookie Setup Pro, da gehen nur 4 Pflanzen drauf. Und kostet 3,2. Das, das und das. Und ja. Das heißt 8, 8, 8. Wir sind bei 13. Überlege, ob ich so einen Container hole. Also, ja, erstmal noch nicht. Doch, einen will ich haben. Komm, 2,5. Der Safe. Boah, ey, man weiß ja nicht, wie viel die klauen. Ich hatte auch drüber nachgedacht, hier noch die anderen Platten zu holen. Oder Teller. Aber du lockst damit halt Touristen, ne? Du lockst keine Locals. Hier, das Ding lockt Locals an. Na, hier, bei Level 22 kommt. Das werden wir uns. Ja, hoffentlich ist das nicht zu teuer. Dann werden wir uns halt kaufen. Und Merch war jetzt nichts Neues, ne? Leider, leider. Ne. Dann kauft man noch Seeds. Ach ne, haben wir schon drin, ne? Ja, wir haben jetzt erstmal noch die 12er oder die 6er Setups, also die beiden. Die muss ich erstmal. Die sind ja quasi nur neu. Die werde ich erstmal verbrauchen. 24, ist das, kommt da zu hart? Ja, aber muss ja. Ein Satz sind ja 12. Machen wir 24. Sind wir bei 21.900. Yippie. Jetzt, wo wir knapp vor der 50.000 sind, jetzt, wo wir bei der 50.000 sind, langsam. Komm, bestell. Ist egal. Es ist ein Kreuz. Du bist die Kohle hier immer wieder los. So. Merch können wir wahrscheinlich auch schon bald wieder bestellen, ja? Er geht ja noch. Noch geht's. Warum kauft keiner von dem hier? Doch, einer ist weg. Ich sag ja gar nichts. So, den können wir wieder nicht. Das heißt, einmal leer machen, einmal voll machen. Ah, hier. Oh, guck mal, hiervon haben sie auch gut gekauft. Jo, so sieht's aus. Geh. Geh wieder. Wo sind die Leute, die ich noch wieder anfixen muss? Er hier.
Läuft auch wieder straight vorbei. Er kommt einfach nicht rein. Hier hast du. I'm broke. Ja. Deshalb klaust du bei mir. Was mit Alter? Ich glaube, Alter ist auch noch nicht wieder reingekommen. Ja, Leute, so sieht's aus. Es tut mir leid, dass der Laden so aussieht. Ich kann nichts dafür. Es war nicht meine Schuld. Das Spiel hat mich dazu gezwungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen weg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.